Hi, guten Abend. Ich starte mal, ich mache mir mal meinen eigenen Wecker. Ich rede jetzt so eine halbe Stunde und versuche da strikt im Zeitplan zu bleiben und danach sind noch 10 Minuten für Fragen. Das ist ein bisschen knapp. Ich hatte auch so ein bisschen, ich hatte so einen Seminarraum mit 10 Leuten erwartet. Das ist ganz schön, ihr seid ganz schön viele. Ich hoffe, dass sich irgendwie so ein Format finden lässt. Wenn nicht, wenn mir irgendwer jemand seine Gegenmeinung vielleicht danach schildern möchte oder irgendeine Frage hat, ich bin dann auch einfach noch hier. Also ich bin noch ansprechbar, wenn das jetzt so ein bisschen knapp wird, weil ich glaube, so ein gut interaktives Format ist jetzt vielleicht in dem Hörsaal in der Form nicht so möglich. Genau. Ich sollte zuerst kurz was zu mir sagen. Mein Name ist Christoph Sorg. Ich bin Soziologe, Politikwissenschaftler. Forsche eigentlich zu Kapitalismustheorien und sozialen Bewegungen und habe vor ein paar Jahren so einen leichten Wechsel gemacht hin zu Digitalisierungsforschung, Digitalisierung von globalen Wertschöpfungsketten. Und in dem Rahmen habe ich so eine Debatte gefunden über wirtschaftliche Planung, die ich sehr spannend fand, die seitdem immer größer und populärer wurde. Es ist immer noch so eine Nische, aber in der Nische sind die Leute sehr euphorisch. Und wenn ich so ein bisschen diese Euphorie mir angucke und gleichzeitig, wie schnell die Debatte wächst, denke ich mir, ist vielleicht eine spannende Debatte für eine Zeit von Digitalisierung und Klimawandel und wurde dann gefragt, ob ich nicht hier was einreichen mag, damit das Thema mal vertreten ist und vielleicht so ein paar Leute, die noch nicht davon gehört haben, mal so eine Einführung hören. Genau, und das wäre jetzt so mein Anspruch. Also ich habe nicht, in der Debatte gibt es so Leute, die vermitteln und in der Debatte gibt es Leute, die so Modelle bauen über Modelle wirtschaftlicher Planung, alternative Ökonomien. So, ich bin das nicht, Letzteres. So, mein Anspruch ist so ein bisschen, ich versuche so ein bisschen zu vermitteln und versuche immer so ein bisschen aus der Vogelperspektive zu gucken, was sind eigentlich so diese Grundthemen, diese Grundfragen, die diese Leute zusammenhalten, was sind so Sachen, die da erarbeitet werden und wie kann man das so runterbrechen, wenn man da eine breitere Debatte anstoßen will und wenn man das vielleicht kontrovers diskutieren will in so einer Markt- versus Plan-Debatte. Genau. Deswegen ist das alles eher so ein bisschen so Überblickscharakter. Wenn irgendwer konkrete Nachfragen hat oder irgendwas nachlesen will oder so, könnt ihr mir gerne schreiben oder mich danach noch fragen. Genau. So Ausgangspunkte. Also ich würde vielleicht nochmal zu den Ausgangspunkten, so zur Struktur. Ich sage erstmal so ein paar Sachen. Was ist so der Rahmen dieser Debatte? Wieso ist die entstanden? Was sind so ein paar so Main Features? Und dann versuche ich so ein bisschen runterzubrechen, wie könnte man über Planung im Kapitalismus nachdenken, wie wird da geplant, also in der kapitalistischen Marktwirtschaft. Und was ist dann so eine Gegenperspektive, was da in der Debatte vorgeschlagen wird, was wären so Alternativen? So, oder was ist der Rahmen für eine Alternative? Und dann versuche ich am Ende noch so ein bisschen, da das ja hier Bits und Bäume heißt, es hat so einen technologischen Charakter, diese Debatte, auch dass so vorgeschlagen wird, digitale Technologien bringen uns ganz neue Möglichkeiten für wirtschaftliche Planung. Da würde ich ein paar Sätze zu sagen und dann vielleicht auch noch kurz zum Abschluss was quasi so vor dem Hintergrund der Klimakrise ökologische Planung, was ist denn da so Stand der Debatte? Genau, so, das ist was, so mein Elevator-Pitch für sowas ist normal immer so, geht so los mit, es ist Krise und dann habe ich so vor ein paar Jahren immer so voll argumentieren müssen, wieso, also was heißt es jetzt Krise, was meine ich mit dem Zeitalter der Krise, ist leider nicht mehr so, ich glaube, da werde ich nicht so viel überzeugen müssen, dass wir in einem Zeitalter leben, was man mit multipler Krise beschreiben könnte. Wirklich so auf allen möglichen sozialen, politischen, ökologischen Ebenen gibt es so Krisendiskurse, aus meiner Sicht so ein bisschen beschleunigt seit der Finanzkrise. Diese Finanzialisierungsstrukturen sind bis heute nicht so richtig ausgemerzt. Es wird auch immer wieder jetzt so von der neuen Finanzkrise gewarnt, von neuen Schuldenkrisen, dieses Mal vom Hintergrund von so hochverschuldeten Staaten schon, mit der Pandemie jetzt noch, mit den Paketen da wieder so die Angst vor einer Finanzkrise, einer neuen und einer Wirtschaftskrise, vor dem Hintergrund, vor dem Krieg, eine Energiekrise. Die Klimakrise ist schon älter, aber ist jetzt dann so sukzessive ja doch im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit angekommen. Die Pandemie, die Krise sozialer Reproduktion, die auch wieder durch die Krise nochmal verschärft wurde, also so eine längerfristige, so strukturelle Krise im Kapitalismus, dass so Hausarbeit und bezahlte Hausarbeit immer so ein bisschen auf die Haushalte und da speziell auf die Frauen so abgeschoben wird.
und von dem Hintergrund von so ein paar Jahrzehnten Austerität, Sparpolitik bei der sozialen Infrastruktur, was sich auch verschärft hat, ein Krisenbewusstsein von den Subjekten hin zu das Gefühl Burnout, Depression, nicht nur das Gefühl, dass die immer verbreiteter sind, Beschleunigung und so weiter. Und dann jetzt nochmal speziell im Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen mit der Pandemie, mit der Situation in den Krankenhäusern, mit der Altenpflege, so Krise sozialer Reproduktion, Krise politischer Repräsentation, Wahlerfolge von rechtsextremistischen Parteien, empirisch abnehmendes Vertrauen in politische Repräsentation und so weiter, eine Krise der Biodiversität, zunehmende Ungleichheit, die reichsten 2000 Leute besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Und diese 2000 Leute haben ihr Vermögen nochmal so ungefähr verdoppelt in der Pandemiezeit. Genau, und so weiter. Also so einfach so ganz viele Felder, die von Krisen gekennzeichnet sind. So. Und vor dem Hintergrund, vielleicht auch nicht so überraschend, dass es so ein breites Spielfeld jetzt immer mehr gibt, von so offensiver und selbstbewusster vorgetragenen Forderungen nach Alternativen. Und so diese Konferenz hier ist ja auch so wahrscheinlich so ein Ort. Ich konnte leider noch nicht kommen vor meinem Vortrag, ich war so verhindert. Aber ich so beim Blick durchs Programm auch gesehen, so ganz viele Elemente davon im Programm hier. Genau, und da Green New Deal, was so eine kleine Debatte war vor einigen Jahren, jetzt so im Mainstream angekommen, vor allem in den USA, auf der EU-Ebene, auf der UN-Ebene, auf der politischen Ebene, wo diskutiert wird, so was, wie könnte so ein Green New Deal aussehen. Degrowth, Kommunismus ist gerade jetzt hier bei der Konferenz bestimmt den meisten Begriff. Das ist auch so sehr populäre Gedankenmuster. Alternative Ökonomien auf der Basis. Bedingungsloses Grundeinkommen ist auch im Mainstream angekommen, auch sowas, wo versucht wird, auf Transformationen quasi reformerisch einzugehen. So, also so ganz viele Gedanken, wie man so verschiedene Elemente der Krisenförmigkeit quasi abfedern könnte durch andere Modelle. So. Und ich würde jetzt diese Planungsdebatte vor diesem Hintergrund sehen. Zum einen ist das in der Interaktion mit diesen anderen quasi Denkschulen, Modellen. Und das ist so ein bisschen der Neuling in dieser Debatte. Also Debatte um demokratische Wirtschaftsplanung im Zeitalter der Digitalisierung und der Klimakrise, müsste man noch sagen. So, das sind so ein bisschen das Feld. Zum einen die Möglichkeiten der Digitalisierung für eine partizipative demokratische Planung. Und zum anderen die Notwendigkeit von so Steuerungs-Koordinationsmechanismen vor dem Hintergrund der Klimakrise. Das ist so das Narrativ für die Debatte. Genau. Und vor dem Hintergrund könnte man die Frage dann so formulieren, wie könnten wir die Wirtschaft demokratisch koordinieren und planen, anstatt sie dem Spiel von Marktkräften zu überlassen. Das ist so für mich, so formuliere ich mir die Definition für diese Debatte. Das ist die Frage, die sich diese Leute stellen, die sich damit auseinandersetzen. So, und wenn man sich jetzt diese Debatte anguckt, was da so verhandelt wird, was da so geschrieben wird, gibt es so verschiedene Möglichkeiten, das einzuordnen. Aus meiner Sicht gibt es so einen neuen Diskurs, der das so ein bisschen popularisiert hat. Vielleicht kennen ein paar Leute dieses Buch von Michael Roschowski und Lee Phillips, People's Republic of Walmart, die Volksrepublik Walmart. Da ist das Narrativ Walmart, Amazon, wenn man sich so multinationale Unternehmen und deren Lieferketten anguckt, sind es nicht wie kleine Planwirtschaften. Das war so eine kontroverse These. Wenn man die sich intern anguckt, wenn man deren verschiedene Divisionen anguckt, die handeln nicht miteinander, das ist Allokation qua Planung innerhalb von so riesigen Gebilden. Das ist auch so eine ältere Debatte, die es in den 80ern schon mal gegeben hat, die haben das neu aufgegriffen, dass es so eine Tendenz ist, in der kapitalistischen Marktwirtschaft historisch gesehen, dass so immer größere so Planungsgebilde entstehen. Und vor diesem Hintergrund dann so die kontroverse Frage, zeigt das nicht, dass Planung zumindest funktioniert, wenn die Planung bei denen auch so top-down, autoritär eher ist? Und wenn das eine Planung ist, die auf Profitabilität zieht, statt auf soziale, ökologische Bedürfnisse. So. Zeigt es aber nicht, dass das generell geht und könnte man das nicht anders tun? So. Das ist so die Frage, die der Teil der Debatte aufwirft. Und dann so ein bisschen damit verbunden, auch eben weil gerade so vor dem mit Blick auf Amazon, die Frage, was ist mit Big Data, künstlicher Intelligenz, Feedback-Technologien, was ist mit den Möglichkeiten der Digitalisierung für eine Planung? So
gibt es einen Strang der Debatte, der sagt, an der Sowjetunion, in der Planung der Sowjetunion hat viel nicht gestimmt. Aber eines der Elemente, das da unter anderem nicht gestimmt hat, war vielleicht eine unausgereifte technologische Basis. Vielleicht ging das noch nicht. So eine dezentrale partizipative Planung. So eine kontroverse These dann so von dem anderen Strang. Zumindest aber da so die Überlegung, wie könnte man diese Technologien demokratisch nutzen und vielleicht für so eine deliberierte oder dezentrale Planung. So. Das sind so die zwei Ströme in dieser Debatte, die das so ein bisschen größer gemacht haben und die so eine eigene Dynamik entwickelt haben. Genau. So, ich habe... Ich gucke ein bisschen, dass ich nicht zu lange trödel, aber ich habe so zwei Zitate rausgesucht. Ich fand die ganz gut, weil die so ein bisschen, finde ich, so den Wechsel des Diskurses illustrieren. Zum einen Eric Olin Wright, Real Utopias, so das Hauptwerk von ihm, ist vielleicht einer der wichtigsten wissenschaftlichen Kapitalismuskritikerinnen im 20. Jahrhundert, US-amerikanischer Soziologe, der so ganz viel empirische Forschung durchgeführt hat zu alternativen Ökonomien, alternativen Lebensformen. Genau, frei, ich mache es mal lieber übersetzt, allumfassende Planung, egal ob organisiert durch eine zentralisierte bürokratische Institution oder durch eine partizipative, dezentrale Institution, die scheinen nicht länger eine gangbare, realistische Alternative für die meisten KapitalismuskritikerInnen zu sein. So, das ist so eine Diagnose 2010. Die ist zum einen affirmativ gemeint und das ist auf jeden Fall was man so ein bisschen konstatieren muss. Da ist so ein ganz wichtiger Kapitalismuskritiker und der das für komplett unrealistisch hält, dass man so Planungsmodelle aufstellt und so 10 Jahre später gibt es auf einmal eine größere Debatte. Das ist so auf jeden Fall so ein Shift im Diskurs. Genau, und ist mit Sicherheit quasi eine realistische Einschätzung auch von ihm. Und dann so weg vom Spektrum von so akademischer Kapitalismuskritik hin zu kapitalistischer Praxis. Jack Ma, Co-Gründer von Alibaba, sagt in einer Rede 2017, über die letzten 100 Jahre hatten wir immer das Gefühl, dass die Marktwirtschaft ganz ausgezeichnet funktioniert, aber meiner Meinung nach wird es in den nächsten 3 Jahrzehnten einen signifikanten Wandel geben. Die Planwirtschaft wird immer größer werden, weil wir Zugang zu allen möglichen Daten haben, kann sein, dass wir die unsichtbare Hand des Marktes finden. So, nicht ein massenfähiges Zitat, auch was viel Gegenwind gab, aber es drückt so ein bisschen aus meiner Sicht so ein Teil, so der techno-utopistische Teil der Debatte, der so ganz viel Hoffnung in digitale Technologien und Steuerungsfähigkeit von Wirtschaft quasi so ableitet. Ja. Genau. Und was das auch so ein bisschen aus meiner Sicht illustriert, ist was auch so in anderer Form vom Hintergrund der Klimakrise diskutiert wird, dass wenn bestimmte Probleme nicht demokratisch zügig angegangen werden, dass es vielleicht auch irgendwann andere Spektren, so ökonomische Eliten, vielleicht rechtspopulistische Parteien gibt, die sich das Thema irgendwann aneignen, so von dem Hintergrund der Klimakrise, wenn es irgendwann brenzlig wird. Genau, dass es dann vielleicht eher so staatsautoritäre Lösungen für gewisse Probleme gibt. Genau, das wollte ich so ein bisschen überhüpfen. Vielleicht nur ein Satz, also so Kapitalismus, Marktwirtschaft, ich finde immer so, ich unterrichte viele Kapitalismustheorien und das ist auch immer extrem kontrovers, wenn so Leute ihre Meinung damit reinbringen und ihre Identität und ich versuche immer so ein bisschen das zu definieren, deswegen wäre mir nur wichtig zu sagen, so Kapitalismus, Marktwirtschaft, für mich, meine Definition, ist Kapitalismus mehr, es sind verschiedene Institutionen, die den Kapitalismus ausmachen. Da ist auch so eine Trennung der unbezahlten Hausarbeit von der bezahlten Lohnarbeit und da ist so eine Trennung von denen, die von Profit leben und die denen von Lohnarbeit leben. So, es gibt so verschiedene Institutionen, die den Kapitalismus ausmachen, für mich, in meiner Definition. Markt ist nur ein Teil davon. Gleichzeitig ist Markt mehr als Kapitalismus. Märkte gab es vor dem Kapitalismus und Marktwirtschaften sind auch nicht kapitalistisch denkbar so. Und worum es in der Debatte geht, also den Hauptprotagonistinnen von der Debatte, ist es zu sagen, egal ob kapitalistisch oder nicht, so diese Marktform, diese Marktvermittlung ist was zumindest partiell aus deren Sicht quasi durch Planung ersetzt werden soll oder sogar ganz durch Formen der Planung ersetzt werden soll. Das ist so der Hintergrund der Debatte.
Und der Zusammenhang zum Kapitalismus. Genau, so, jetzt ziehe ich mal so ein bisschen an. Also jetzt noch quasi, das ist noch was, was ich so ein bisschen, ich habe das mal versucht zu visualisieren. Ich versuche gerade so anzufangen zu forschen, wie im Kapitalismus eigentlich geplant wird, weil es so eine krasse empirische Lücke von der BWL zur Organisationstheorie zur Ökonomik, zur politischen Ökonomie, das ist so ein Thema, wie wird denn eigentlich geplant, ist was man so in Management-Handbüchern findet, aber eigentlich nicht mehr in der politischen Ökonomie zum Beispiel, wo das in den 80er Jahren ganz extrem erforscht wurde. Und es wäre auch so eine Basis für die Debatte. Deswegen ist das noch so ein bisschen unausgereift, aber so vielleicht aus einer Vogelperspektive könnte man sich Planung im Kapitalismus so vorstellen. Ich sage vielleicht noch einen anderen Satz. So dieses, deswegen habe ich das mit dem Kapitalismus gerade gesagt. So dieses Kapitalismus und freie Marktwirtschaft und dann Nicht-Kapitalismus oder Sozialismus oder Postkapitalismus und zentrale Planwirtschaft, so diese Assoziation soll das auch so ein bisschen aufbrechen, weil das ist das, was so eine neue Literatur in der Marktsoziologie und dann auch diese Planungsliteratur gut erarbeitet hat, dass so diese Binarität funktioniert nicht so, das ist so eher mehrdimensionell. Also auch im Kapitalismus wird geplant. Und jetzt auch so beispielsweise ein Kapitalismus-Euphoriker und Marktbefürworter Friedrich August von Hayek, ganz bekannter österreichischer Schuleökonom, zum Beispiel auch ein wichtiges Zitat von dem schon 1945. Ja, es geht nicht darum, dass nicht geplant wird, sondern Planung ist auch wichtig. So quasi wir Befürworter in der Marktwirtschaft, da ist aber das Argument, es soll dezentral von den ganzen Unternehmen separat geplant werden im Wettbewerb miteinander. Also auch da wird geplant im Kapitalismus, es wird nur auf eine bestimmte Art geplant. Das wäre so der Ausgangspunkt für die Debatte. Genau. Und wie? Erstmal werden Märkte geschaffen durch Staaten, dadurch, dass Staaten Währungen, Geld erschaffen, dadurch, dass sie Märkte schaffen, Steuern erheben, Subventionen verteilen, schaffen und Eigentumsrechte garantieren, Vertragsrechte garantieren und so weiter und so fort. Dadurch schaffen Staaten erstmal dieses Fundament für so eine Marktinteraktion und auf diesem Spielfeld, das da entsteht, gibt es dann atomistische Unternehmensplanung. Also diese Corporate Actors, die dann in diesem Spielfeld sind, die planen für sich im Wettbewerb gegeneinander und planen, um ihren Profit zu maximieren. So könnte man sich das vorstellen. Also da gibt es schon so öffentliche Planung, um so Märkte zu formen. Und dann ist aber institutionell getrennt davon, gibt es nochmal ganz viel Unternehmensplanung im Wettbewerb miteinander. So. Und aus dieser Logik raus, dass diese Unternehmensplanung quasi sich nicht abspricht, da wird nicht zusammengearbeitet und da wird auch nicht idealtypisch miteinander geredet und Absprachen werden da nicht getroffen, wenn Absprachen getroffen werden, dann ist es ein Kartell und ist auch nicht gut. Da wird im Wettbewerb miteinander quasi konkurriert, da weiß man nicht, wie viel produzieren die anderen dann wirklich, wie viel Nachfrage gibt es dann wirklich, was kann ich so wirklich dann veräußern danach, da so sind ganz viele Unwägbarkeiten. Und aus dieser Dynamik raus verändert sich über das Preissystem, verändern sich die Signale, die gesendet werden und es entsteht so eine eigene Logik, so eine komplexe Logik, die man Marktkräfte nennen könnte. Bei Adam Smith heißt es, befürworten die unsichtbare Hand des Marktes. Bei Marx ist es negativ die Anarchie der Produktion. So, da entsteht eine Eigendynamik. Und die ist größer, die erscheint für so einzelne Unternehmensplanung so als Äußeres. Das spielt wieder zurück. Da verändert sich der Markt und dann muss man, ich habe leider keinen Laserpointer, so der Pfeil da oben, dass quasi die Unternehmensplanung muss dann wieder darauf reagieren. So, okay, jetzt haben die anderen so viel produziert, das war unsere Nachfrage, das sagt die Marktforschung. Der Markt verändert sich, was sind so langfristige Tendenzen, da muss man immer wieder quasi so die Umwelt lesen und immer wieder darauf reagieren, aber wieder getrennt voneinander. Das ist so ein dynamisches Element. Und die öffentliche Planung versucht dann, wenn es Informationsasymmetrien gibt, wenn es Marktversagen gibt, oder wenn man die Märkte auf eine Art so ein bisschen lenken will, kommt die öffentliche Planung wieder zurück und hat so ein paar Instrumente, um dann darauf einzuwirken. Aber halt auch nur sehr indirekt. So, genau. Das ist so in etwa ganz idealtypisch, wie Planung im Kapitalismus funktioniert. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Spielarten in kulturelle Unterschiede, institutionelle Unterschiede, je nach Land. Aber so ganz grob gibt es da eine institutionelle Trennung zwischen dieser öffentlichen Planung und dann dieser atomistischen Unternehmensplanung, die sich nicht abspricht. So. Und dann gibt es eine
recht große Literatur dazu, was da nicht so gut funktioniert. So, oder assoziiert mit der Profitorientierung, ganz einfach ausgedrückt, was profitabel ist, ist nicht zwangsläufig sozial wertvoll. Zum einen gibt es Sachen, die profitabel sind, aber eben nicht sozial wertvoll, so Stichwort fossile Energieträger. Solange Sachen profitabel sind und wenn es keine gute Regulation gibt, werden die Sachen trotzdem produziert, auch wenn sie uns kollektiv offensichtlich schaden. Andersrum, wenn Sachen sozial wertvoll sind, aber nicht profitabel, werden die auch nicht produziert. Da kann man mit Regulation eingreifen und versuchen, das so ein bisschen zu steuern, aber es hat auch seine Grenzen. Dann, was auch nicht deckungsgleich ist, ist die Zahlungskraft und unsere Bedürfnisse. Wenn jemand kein Geld hat, aber obdachlos ist oder Hunger hat, dann ist das keine zahlungskräftige Nachfrage und dann wird dieses Bedürfnis auch nicht befriedigt, so im Extremfall. Das ist ein Extremfall. Man kann sich den anderen Extremfall überlegen, dass wenn so ein Markt eine Art von Abstimmung ist, wo wir mit unserem Geld abstimmen, dann darf Jeff Bezos, Elon Musk und so weiter, Multimilliardäre dürfen da sehr viel häufiger abstimmen als wir jetzt zum Beispiel, als ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist so. Da gibt es so eine Tradition im Keynesianismus und so keynesianistische Entwicklungspolitik, die auf der Basis so argumentiert, man sollte nicht zu viel Ungleichheit haben, weil das schafft schlechte Anreize. Mit so Blick auf die Wohnungspolitik hier, wenn man extrem ungleich verteilte Zahlungskraft hat, dann ist es vielleicht profitabler, große Luxuswohnungen zu bauen, als sozialen Wohnraum für alle zu. Also diese Dynamik kennt ihr bestimmt. Genau. Das ist was in so einer marktwirtschaftlichen Konkurrenz auch ein Problem ist. Dann gibt es zyklische Krisen. Ich beschleunige nochmal so ein bisschen, ich führe das jetzt nicht aus. Das ist, glaube ich, so mit der Finanzkrise, mit den immer wieder aufkehrenden Krisen im Kapitalismus und speziell in der kapitalistischen Marktwirtschaft, jetzt auch nicht so kontrovers. Das ist was, wenn die Produktion sich nicht abspricht, wenn man nicht weiß, wer wie viel produziert. Es kommt immer wieder zu Überproduktion, Unterproduktion, zu Spekulation, notwendige Spekulation in so manchen Bereichen, die vielleicht nicht so klappt. Es kommt immer wieder zu Krisen. Befürworten könnte man auch sagen, so mit so einer Schumpeter-Tradition, dass was Gutes ist, da ist so ein Erneuerungsprozess, aber es ist auf jeden Fall Teil davon. Ungleichheiten und mangelnde Steuerungsfähigkeit sind so ein bisschen, da hüpfe ich jetzt mal drüber. Das ist was starke Ungleichheit erzeugt, wenn manche vom Profit leben und manche von dem Verkauf ihrer Arbeitskraft, weil das unterschiedlich entlohnt wird. Und es schafft auch die vom Profit leben, haben so disproportionalen Einfluss in unsere kollektiven Investitionen, also in unsere kollektive Entscheidung. Wo wir rein investieren, können manche sehr viel mehr Einfluss nehmen als andere. So, genau. Also nochmal runtergebrochen. Ich versuche so ein bisschen, wenn man das kritisiert, man könnte auch sagen, okay, das sind die Kritikpunkte, aber wir haben keine bessere Alternative. Dann versuchen wir das mal so ein bisschen auszumerzen, das wäre eine Möglichkeit. Aber für diese Literatur, die argumentiert, wir können entweder Elemente demokratischer Planung da einbauen in unsere Ökonomien oder sogar quasi so ein Ganzes schaffen, wo demokratisch geplant wird. Wenn das der Ausgangspunkt ist, dann müsste der Anspruch sein, dass man demokratisch kooperiert und plant und dass man Bedürfnis statt profitorientiert produziert, weil die Wurzel des Problems, wie ich gerade versucht habe zu zeigen, so Produzierende, die können sich nicht absprechen, die sollen sich auch nicht absprechen, die sind im Wettbewerb miteinander, das ist nicht strategisch, die haben da keinen Anreiz zu, obwohl die eigentlich voneinander abhängig sind. In einer komplexen, hochkomplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft sind, in der die Warenproduktion total verwoben ist, in der die Waren selber von anderen Waren, in der man Waren kauft, um andere Waren zu produzieren. So, es gibt eine allseitige Abhängigkeit, trotzdem darf man sich nicht absprechen. Und dann muss man noch quasi ist man dazu angehalten, für Profitabilität zu produzieren. So, auch wenn man es total gut meint und man sich mit den eigenen Lohnabhängigen so sympathisiert und sich denkt, ach, ihr solltet aber mehr Gehalt kriegen oder ich möchte nachhaltiger produzieren. Wenn die Regulation nicht passt und die anderen das nicht machen, ist das immer ein Wettbewerbsnachteil und immer mit der Tendenz, dass ich verdrängt werde eventuell. Ja, genau. Also das wäre so der Anspruch, dass das erfüllen müsste. Eine
bevor ich noch irgendwie abschließend dann was zur Alternative sage, nochmal so die Nicht-Alternativen laut der Debatte. Eins wäre so ein Marktsozialismus, also so ein neues Modell, wurde da gerade vom ehemaligen griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis vorgestellt. Aber da gibt es so ganz viele Modelle zu, ist auch so ein beliebtes Modell seit Jahrzehnten. Jugoslawien ist so ein historisches Beispiel, ist zwar ein autoritäres Beispiel, könnte man argumentieren, ja, vielleicht wäre das demokratisch, hätte das besser funktioniert. Trotzdem muss man konstatieren, als in Jugoslawien Marktreformen eingeführt wurden, gab es auch wieder zyklische Krisen. Einen Schritt nochmal zurück, vielleicht sagen, wie das funktioniert. Ne? Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ein Marktsozialismus ist wie zum Beispiel, dass man lauter Genossenschaften hat. So man hat, wir würden jetzt anfangen, BMW, Volkswagen, alle großen Firmen gehören jetzt den ArbeiterInnen, die da arbeiten und werden quasi genossenschaftlich dann verwaltet. Dann gibt es nicht mehr diese straffe Trennung zwischen denen, die da vom Profit leben, so denen das gehört, und denen, die da arbeiten. Das wäre quasi aufgehoben, sondern stattdessen wäre es ein genossenschaftliches Modell. Aber trotzdem konkurrieren die miteinander auf dem Markt. Das ist so der Gedanke von so einem Marktsozialismus. Und so in der Art hat die Ökonomie in Jugoslawien funktioniert. Und trotzdem gab es dann wieder zyklische Krisen. Trotzdem gab es dann wieder regionale Ungleichheit. So die einen Firmen besser. Dann haben die ArbeiterInnen in den Betrieben, fanden es nicht so cool, dann wieder abgeben zu müssen. In die anderen Regionen, überladen noch mit so ethnischen Konflikten. Was die Teil der Probleme der Marktwirtschaft auf jeden Fall nicht überwinden konnte. Und dann die zentrale Planwirtschaft, wie in dem Beispiel an den Staatssozialismen, da gab es extrem viel, was nicht funktioniert hat. Es gibt das Argument in der Debatte, das waren hochautoritäre Systeme, das ist nicht eine Debatte, das ist ein unkontroverses Argument, das ist irgendwie Ausgangspunkt, aber es gibt ein Argument in der Debatte, dass weil diese Systeme so autoritär waren, weil es die Gewalt gab, weil es den Gulag gab, gab es quasi, war das ganze Informationssystem gestört. Dadurch, dass so Produktionseinheiten Angst haben mussten, dass sie im Gulag landen oder dass sie bestraft werden, gab es quasi immer so einen Anreiz, so die eigenen Produktionskapazitäten so ein bisschen tiefer zu halten oder immer so ein bisschen zu schwindeln, um keinen Ärger zu kriegen. Und dadurch war das so ein System, was eigentlich darauf basiert hat, dass man so das Wissen extrahiert von den Local Units und auf der Basis plant. Und stattdessen hat man so komplett falsche Informationen. Da gibt es noch ganz viele andere Probleme mit so einer zentralen Planwirtschaft, wo ich jetzt keine Zeit habe, darauf einzugehen. Aber das ist so ein Grundargument, wieso das nicht funktioniert. Selbst wenn das demokratischer gewesen wäre, ist es immer noch so ein Grundproblem, dass Wissen ist oft verkörpert, dass es zerteilt in der Gesellschaft. Wir haben nicht oft Zugang zu dem Wissen, dass wir das artikulieren können. Das heißt, so eine zentrale Theorie von der zentralen Planwirtschaft basiert immer darauf, dass man Zugang zu Wissen hat, das man eigentlich gar nicht kriegen kann. Oder das vielleicht auch erst lokal im Prozess entsteht, sodass man nicht einfach extrahieren kann. Das ist das Problem mit der Planwirtschaft. Das zieht sich alles so ein bisschen. Ich breche es jetzt mal runter, damit ich noch kurz mit der finalen Illustration dann enden kann. Die neue Debatte richtet sich gegen beides, gegen zentrale Marktwirtschaft, gegen so nicht kapitalistische Marktwirtschaft. Ist häufig inspiriert von diesem berühmten Cybersyn-Experiment in Chile, wo eine demokratische Planwirtschaft auf Basis von kybernetischen Prinzipien probiert wurde und dann durch einen Putsch das Experiment beendet wurde. Das ist erst so ein Modell. Und da gibt es verschiedene Ideen, dass man zum Beispiel lineare Optimierung als mathematische Technologie nutzt, was in den Planwirtschaften nicht getan wurde, dass man so auf Basis von linearer Optimierung die Pläne optimiert, dass man künstliche Intelligenz nutzt, um die Bedürfnisse zu identifizieren, also quasi die Nachfrage technologisch identifiziert, was eigentlich produziert werden soll. Das ist so ein Technofix. Und auf der anderen Seite die Idee, dass man vielleicht stattdessen Netzwerktechnologien nutzen könnte. Da gibt es so ein beliebtes Modell von Daniel Saros, wie so ein Amazon-Warenkorb, wo alle quasi ihre Produkte, die sie glauben, dass sie mal brauchen, demnächst quasi in einen Warenkorb laden. Das wird aggregiert und auf der Basis, das ist so eine Basis für einen Plan quasi, was man produzieren müsste.
Oder halt eine Mischung aus beiden könnte man sich auch vorstellen. Dann, falls es Leute gibt, die die Debatte hier spannend finden, aber Commons eher so, also von so einem Commons-Ansatz oder einer Commons-Schule kommen, gibt es so den Gedanke von der Stigmagie, von der Allokation von denen, die arbeiten wollen und denen, die was nachfragen, dass man Stigmagie als Prinzip nutzt. So. Ich breche nochmal runter. Ganz viele Modelle, da wollte ich eh nicht drauf eingehen, aber ich hüpfe jetzt hier auch mal drüber. Wenn sich jemand für was Spezielles interessiert, können wir da vielleicht danach noch drüber reden. So, hier nochmal so aus meiner Sicht so ein bisschen wie idealtypisch, ganz abstrakt und ganz sträflich, oberflächlich Planung im Kapitalismus funktioniert. Und wenn man sich so die Modelle durchliest, die es in der Debatte gibt und hier so ein bisschen so eine Synthese versucht, würde ich sagen, so in der Richtung ist so der Gedanke von der demokratischen Planung in der Literatur, nämlich dass da zum einen sind es nicht, wenn ihr diese gelben Punkte anguckt, das sind nicht quasi atomistisch und konkurrieren miteinander, können auch in manchen Modellen konkurrieren die trotzdem miteinander, aber die haben auch, kriegen auch Anreize zu kollaborieren, Innovationen zu tauschen, miteinander zu arbeiten, oder es gibt so Instant-Feedback-Technologien im digitalen Produktionsprozess, wo so quasi gleich aggregiert wird, wer was macht, damit man, vielleicht noch so kybernetischen Prinzipien zum Beispiel, aber damit man weiß, was die anderen so tun und sich darauf einstellen kann, dass das eher so ein Miteinander ist. Das so als Koordinationsprinzip und dann so eine Vermittlung aus öffentlicher Planung und dann diesen lokalen Einheiten, wo zum Beispiel, das ist so ein Modell von David Lightman, wo so ein demokratisch legitimierter Prozess quasi so Grundlinien vorgibt, so CO2-Emissionen runterfahren, Autoindustrie reduzieren, Care-Sektor ausbauen, vergesellschaftete Care-Strukturen, was auch immer so Richtlinien vorgibt oder sektorale Investitionen, so ihr kriegt mehr, ihr kriegt weniger und dann selbstverwaltete Sektoren oder die lokalen Produktionseinheiten dann quasi auf der Basis, auf der Vorgabe ihre eigenen Pläne quasi artikulieren, dann gehen die wieder zurück zur vermittelnden Institution, die guckt, dass das abgestimmt wird, falls da ganz viel zu viel Stahl gebraucht wird, für was man eigentlich hat, oder falls es gar nicht so passt, dass da quasi so eine Vermittlung stattfindet und dann ist es so ein schrittweiser Prozess, dass man da zu einem besseren Ergebnis kommt. So, das ist so einer der Gedanken, aber so in der Richtung sieht es dann aus in den Modellen. So, und dann, ja, jetzt muss ich aufhören, ich mache noch einen letzten Satz. Man kommt dann trotzdem wieder zu einer unsicheren Zukunft. Man kommt trotzdem wieder zu einem Teil menschlicher Existenz, dass man die Zukunft nicht weiß, dass es Variablen gibt, die man nicht mitplant, dass es ganz viel Unwägbarkeiten gibt. Und das wäre dann wieder, da bräuchte es dann wieder so Feedback-Schleifen mit diesem Planungsprozess, dass man darauf reagieren kann. So, das sind so die Modelle. Genau. Ja, ich würde hier mal, ich gucke. Ja, da hüpfe ich jetzt mal drüber. Ich hüpfe mal hier zu. Vielen Dank. Solide drüber gegangen über die Zeit, sorry. Genau. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie das läuft. Ihr habt ein Mikro, ne? Wenn irgendwer eine Frage habt, dann meldet euch und ich komme vorbei mit dem Mikro. Ja, danke für den interessanten Vortrag. Eines der Probleme ist ja dieses extreme Machtungleichgewicht. Also es gibt ja Probleme, die seit sehr langer Zeit bekannt sind, wie zum Beispiel eben die Probleme, die durch fossile Rohstoffe verursacht werden und so. Mhm. Und da wird aber nichts getan, weil es eben mächtige Lobbys gibt, zum Beispiel Autolobby und so, die halt die Politik so stark beeinflussen, dass da nicht gegengesteuert wird. Und ja, jetzt ist meine Frage, wie man halt trotz dieser extremen Machtungleichgewichte dann das schaffen kann, so ein gänzlich anderes System, also eben hin zu einer dezentralen Planwirtschaft, wie man das eben erreichen kann. Und dann noch eine andere Frage. Es ist ja auch nicht nur entweder oder, also Planwirtschaft oder Marktwirtschaft, sondern es ist ja auch möglich, dass man beispielsweise die Daseinsvorsorge
durch Planwirtschaft organisiert und den Rest sozusagen das weniger wichtige Luxus und so dem Markt überlässt. Also erstmal sorry, ich check nicht mein WhatsApp, ich habe nichts anderes zum Mitschreiben. So. Aber wenn, dann wäre es vielleicht gut, falls noch irgendwer eine Frage hat, ich kann mir das gerne merken und wir machen so eine Runde, weil sonst gibt es wahrscheinlich nur eine Frage und ich laber zu lange. Wo siehst du in Kuba und wäre es nicht gut, wenn man schon so ein Land hat, da irgendwie in Austausch zu gehen? Wie macht ihr das? Was können wir da lernen? Ja, danke für deinen Vortrag. Ich fand es total schade, du hast die letzten drei Folien geskippt, die meiner Achtens die interessantesten waren, wo es dann ins Eingemachte geht. Vielleicht könntest du doch über die drei noch mal kurz drüber gehen, das wäre toll. Wo siehst du denn die Möglichkeiten für Innovation in einer Planwirtschaft, die, beziehungsweise es wird ja häufig gesagt, dass der Markt eben Innovation fördert und wenn man nur nach Bedürfnissen fragt, gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, technische Innovation zu ermöglichen in der Planwirtschaft? Oder wenn es nicht mehr reicht, um die drei Folien zu erläutern, dass du vielleicht zumindest die Modellfolie nochmal aufrufst, damit man die abfotografieren kann. Ja. Jo, danke. Nach meinem Verständnis gibt es ja im Kapitalismus vor allem das Argument für die Information, das hast du ja genannt, Hayek und so, und dann aber auch das Argument der Anreize. Ich weiß nicht, ob du da jetzt schon drauf angegangen bist, du hast ja so ein bisschen angesprochen, das Verstecken von Informationen in sozialistischen Wirtschaften, aber wie könnten moderne digitale Planungsmodelle diese Anreizproblematiken lösen? Also Informationen verstehe ich, Anreize noch nicht so ganz. Ich greife mal an letzter Stelle zwischen, wir haben noch 3 Minuten, viel Spaß. Okay, also die erste Frage war Machtungleichgewicht, auch so Lobbyismus. Das wäre was, das kann man vielleicht nochmal verbinden mit hier. Also das ist was Stichwort letzten Folien, was man zu viel Zeitdruck, was so ein grundlegendes Argument ist für tiefergehende Transformationen, weil sich also jetzt so allgemein, sozialtheoretisch, politikwissenschaftlich gesprochen, so ökonomische Macht, generell so Macht halt auch in politische Macht reproduziert über Lobbyismus, ganz sichtbar in den USA, wieder so Spendensystem im politischen System, wie es so quasi funktioniert, aber ja auch hier zu einem gewissen Grad, auch in der EU, auch in Deutschland. Das ist was, was man wahrscheinlich an verschiedenen Hebeln ansetzen müsste, jetzt nochmal jenseits von der Planwirtschaft oder Nicht-Planwirtschaft, also so Spenden, Parteispenden verbieten, so ein alternatives Finanzierungsmodell für politische Partizipation, weg von Individualspenden, gerade auf einem Punkt kommen, wo man eh schon so extreme Ungleichheit hat. Genau, wie kommt man da zu einer zentralen Planwirtschaft? Es gibt so eine Riesenlücke in so Transformationsmodellen, wie man da hinkommt, ehrlich gesagt. Und ich bin da, ist was ich mir immer auch noch nicht so gut vorstellen kann, jenseits wirklich von der radikalen, es gibt eine so krasse Klimakrise und jetzt sagt man, so jetzt muss. Es gäbe so vielleicht, also ja, das andere Problem ist, dass so schrittweise Elemente, die man einführen könnte, wenn man so sich so die britische Kriegswirtschaft, ist so ein beliebtes Modell, Ulrike Herrmann in der Taz, hebt das Modell so ein bisschen hoch, dass man da vielleicht was von lernen könnte. Das ist auch wieder so ein Krisenmodell, aber dass man eher so die Investitionen, dass man in irgendeiner Form einen Fonds schafft oder eine Institution, die Investitionen zu einem gewissen Grad koordiniert oder irgend so eine Abstimmung schafft mit den Unternehmen. Das wäre vielleicht so ein erster Moment. Das ist halt nicht so dezentral als für einen ersten Schritt. Deswegen, da bin ich so ein bisschen überfragt. Da wäre gleich dann Kuba, ob es eine gute Idee wäre, nach Kuba zu gehen und das zu studieren, ja, ist es meiner Meinung nach, also das ist so ein
Es ist so verlockend und auch mit Sicherheit sinnvoll, dass man über den Stadtsozialismus schimpft, das ist ja auch gut. Aber es ist auch was, was so weg von der moralischen Debatte halt empirisch auch wirklich spannend ist, zu studieren. Da kann man viel lernen, was halt nicht funktioniert. Es gibt so ein Buch von Pat Devine, Democratic Economic Planning, das ist ein ganz tolles Buch, das sich kritisch mit dem Stadtsozialismus und auch mit dem Marktsozialismus in Jugoslawien, Ungarn, mit der Sowjetunion und so weiter auseinandersetzt. Genau. Ich war letztens bei so einer Konferenz zu wirtschaftlicher Planung, da wurde eine Historikerin, die zu Kuba arbeitet, eingeladen. Es war ganz spannend. Das ist auf jeden Fall was, wo man auf jeden Fall austauschen sollte. Und wo so jetzt mal jenseits auch so von so ideologischer Einfärbung, das ist was total spannend ist. Das ist was, wenn man sich die Debatten in 40ern, 50ern, 80ern anguckt, auch so die Berührungsängste zwischen so rechtslibertären österreichischer Schule Ökonominnen und marxistischen Ökonomen und keynesianischen Ökonomen und neoklassischen Ökonomen, die Berührungsängste nicht so da sind und man so Systemdebatten offen führt. Das ist was ich auf jeden Fall befürworten würde. So, darf ich überhaupt noch? Ich mache noch, was waren noch die letzten Folien mit den Bits und den Bäumen? Da würde ich vielleicht nur so zentral sagen, wäre eben, dass es gibt diesen Wachstumszwang im Kapitalismus. Es gibt empirisch nicht so starke Hinweise, dass sich Wachstum und CO2-Emissionen entkoppeln lassen. Es gibt immer, wenn man Umweltschutz so individuell betreibt als Unternehmerin, gibt es immer einen Wettbewerbsnachteil. Es gibt immer Anreize, Regulation dazu umgehen. Und weil, wie du sagst, ökonomische Macht, Lobbyismus macht, quasi übersetzt sich in politische Regulation, gibt es immer Anreize, politischen Einfluss zu nutzen, um so Regulationen zu verhindern. Stichwort Kohlesektor. So. Das ist so ein Grundproblem. Und für eine demokratische Planung wäre es auf jeden Fall notwendig, so einen ganzen Lebenszyklus zu betrachten und den als Basis zu nehmen für ökonomische Kalkulation. In der Kosten-Nutzen-Rechnung von Unternehmen ist das ja nicht so. Ne? Also so diese, was sind die langfristigen Kosten von Extraktion, von Umweltverschmutzung, ist ja nicht Teil von der ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkulation. Genau. Das wäre was eine Basis sein müsste. Da bleibe ich, aber mal, ich glaube, ich lasse das mal. Die Anreize, ihr könnt auch gerne noch kurz vorkommen. Da gibt es so eine eigene Literatur, das ist eine Riesenfrage. Da gibt es unterschiedliche Modelle, vielleicht dann doch so kleine monetäre Anreize, vielleicht soziale Anerkennung, vielleicht eine ganz andere Form, wie sowas organisiert wird. Aber da muss man dann in die Modelle auch wirklich gucken. Quasi ist es vielleicht einfach der Job von gewissen Leuten, Innovationen zu produzieren, wie in so einer Division auch in einem Unternehmen, wo dann quasi überlegt wird, wie können wir die Unternehmen verbessern, wie können wir neue Produkte produzieren. Das könnte einfach auch ein Teil von Lohnarbeit sein. Es kann aber auch wie so historisch, mit so historischem Blick auf wissenschaftliche Forschung, dass man nicht immer direkt Geld kriegen muss, weil man irgendwie eine Innovation herbeigeführt hat und so ein Anreizsystem anders organisiert wird. Okay, ich lasse das mal. Vielen, vielen Dank. Sorry fürs schlechte Time-Management. Danke für die Aufmerksamkeit.